Übrigens, meine lieben Freunde, ich sitze momentan an einem Mastering-Plugin für FL Studio, was ihr euch dann demnächst runterladen könnt. Das kommt am 1. Advent raus und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FL Flow. Heute möchte ich dir 5 Tipps und Tricks zum Thema Mastering zeigen und wie du deinen Mix richtig und perfekt mastern kannst, beziehungsweise welche Tools oder auch generell, ich zeige jetzt hier nur kostenlose Tools, die deinen Mix sehr verbessern können und generell die Qualität ein bisschen anheben können. Vorneweg, alle Produkte, die ich hier zeige oder erwähne, sind immer in der Videobeschreibung, du kannst alles nachvollziehen und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist ein kleines Plugin, welches sich einfach nur Highpass nennt. Dies ist ein Tool, womit wir den Tiefbassbereich ein klein wenig reduzieren können, beziehungsweise den Tiefbassbereich ein bisschen entfernen können und diesen nicht so ganz in den Vordergrund stellen, falls dieser bei euch vielleicht ein bisschen dröhnig klingen sollte. Das könnt ihr einfach testen, beispielsweise indem ihr mal auf Boxen oder auf Kopfhörern auf unterschiedlichen Geräten euren Song anhört. Und wenn ihr da manchmal merkt, oh, mein Bassbereich, der Tiefbassbereich, der grummelt so rum und klingt nicht so ganz klar, dann wäre natürlich der erste Tipp immer wieder in den Mix zurückgehen. Aber falls ihr das dann schon gemacht habt und ihr wollt einfach ein Tool haben, was euch das erleichtert, dann könnt ihr hier ein Tool nutzen, welches quasi den Tiefbassbereich, hier darf man auch nicht übertreiben, ein bisschen kappt. Ich demonstriere euch das Ganze mal, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Ja, mit übertreiben meine ich jetzt beispielsweise das hier. Den Bassbereich wegnehmen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen nur den ganz tiefen Bassbereich eventuell, wenn ihr eine Pop-Produktion habt und die soll so ein bisschen poppiger werden, könnt ihr sie damit ein wenig den Bassbereich reduzieren. Ja, hier sehen wir die Softness. Ich würde die Softness wirklich sehr hoch drehen, denn wenn wir diese weit unten haben, dann klingt das Ganze sehr abgeschnitten. Ja, und wir wollen das Ganze sehr sanft und der Bass soll nur ein wenig gedämpft werden, sodass er nicht ganz im Vordergrund steht. Das Tool gibt es auf der Webseite www.floydmusic.com. Da einfach ein kostenloses Konto erstellen. Hier sehen wir schon Free-Konto erstellen. Dann einfach anklicken. Und dann geht ihr hier auf Konto und geht dann auf kostenlose Produkte. Dort findet ihr dann dieses Tool, könnt es euch kostenlos runterladen und einfach in FL Studio verwenden. Tipp Nummer 2, und dies ist auch ein Tool aus der Floyd Music Serie und das heißt Floyd Balance, auch ein kostenloses Tool. Und mit diesem Tool können wir unseren Mix ein wenig balancieren. Und dies ist tatsächlich sehr interessant, denn wenn wir den nach rechts drehen, gehen wir ein bisschen mehr von den Höhen hinzu und reduzieren ein wenig die Bässe. Wenn wir ihn nach links drehen, nehmen wir die Höhen ein wenig weg und dumpfen sie machen sie ein wenig dumpfer und wir geben ein bisschen mehr Bass hinzu. Somit können wir so einen ausgeglichenen Mix finden. Das ist nicht immer notwendig, dieses Tool, aber es kann einen guten Effekt erzielen, zum Beispiel in der Pop-Produktion oder Hip-Hop, je nachdem, was ihr gerade macht. Da müsst ihr auch mal ein bisschen rumspielen, gerade mit dem Regler Resonance und so, da müsst ihr mal ein bisschen testen, was gerade zu dem Lied passt. Auch hier demonstriere ich euch das Ganze mal. Ich glaube, so wäre für diesen Track zum Beispiel ganz gut, weil die Höhen waren hier ein bisschen sehr extrem, sodass man da vielleicht ein bisschen mehr Bass reingibt und die Höhen ein wenig runternimmt. Somit hat man ein bisschen besseres Ergebnis. Auch dieses Tool findet ihr auf der Seite und könnt ihr hier kostenlos runterladen. Kommen wir zum Tipp Nummer 3 und das ist der Analyzer. Und dies ist auch ein kostenloses Tool, diesmal nicht von meinem Webshop, sondern ein kostenloses Tool von der Firma Voxengo. Und diese Firma hat das Tool Span veröffentlicht und dies ist einfach ein Frequenzanalyzer. Und hiermit können wir uns Tracks einfach mal visuell anschauen im Frequenzbild und mal schauen, ob die auch wirklich linear verlaufen, zumindest. Sollten sie so ungefähr linear verlaufen und das Ganze testen wir mal an einem Beispiel. Ja, und jetzt können wir uns hier zum Beispiel mal das Frequenzspektrum anschauen. Wir sehen, wir haben hier bei 800 Hertz einen ganz kleinen Boost. Wir haben hier relativ solide Höhen und wir haben hier nochmal bei 60, 70 Hertz nochmal einen ordentlichen Bassboost, sodass das Ganze ein bisschen intensiver auf Bassboxen klingt und das Ganze nochmal ein bisschen kräftiger macht. Das kann man so durchgehen lassen. Ich würde euch empfehlen, versucht ein lineares Frequenzbild einigermaßen erstmal hinzubekommen, falls ihr noch verunsicher seid, was jetzt ungefähr, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtig oder falsch sein sollte. Versucht mal, dass das so einigermaßen gerade ist, ein einigermaßen gerader Frequenzgang. Das ist immer ganz empfehlenswert und achtet auch darauf, dass ihr nicht so ganz schrille Höhen habt. Ja, viele machen den Fehler, vielleicht sag mal,
das, was man eben eventuell eben nicht so doll extrem machen soll, dass sie bei 10 Kilohertz immer einen extremen Boost reinmachen, so bei 9, 10 Kilohertz, und dadurch klingt das Ganze dann immer ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so hochwertig. Müsst ihr eben schauen, dass ihr da nicht zu viel boostet, ein wenig von den Höhen, gibt einen schönen poppigen Charakter rein, macht das Ganze ein bisschen frischer, aber man darf eben nicht übertreiben, genauso wie im Bassbereich. Falls ihr jetzt Elemente entdeckt bei euch, die so mega hier durchgehen, ne, wo ihr so mega große Ausschläge habt, dann guckt nochmal in euren Mix rein und schaut, welche Elemente machen genau diesen Ausschlag und warum ist es an dieser Stelle so dröhnig. Der ergänzende Punkt dazu, was jetzt hier dazu passt, ist das EQing. Und zwar haben wir einen Equalizer in FL Studio. Damit können wir Frequenzen einfach anheben oder senken, wie auch immer, was wir damit machen wollen. Wir können beispielsweise den Bassbereich runternehmen, wir können die Höhen runternehmen oder auch boosten oder die Mitten hoch oder runter. Da könnt ihr alles anpassen. Und manchmal haben wir so Frequenzen, die ein wenig im Mastering stören oder wo man dann das Gefühl hat, ja, die passen nicht ganz rein. Diese können wir somit hier analysieren. Wir schnappen uns ein Frequenzband und fahren dann einfach mal im Equalizer ein wenig über die Frequenzen und schauen dann mal, welche Frequenz vielleicht nicht ganz reinpasst. Zum Beispiel habe ich jetzt diese Frequenz, wo man vielleicht sagen könnte, ja, die ist vielleicht ein bisschen zu stark. Jetzt kann ich diese mal runternehmen ein wenig. Und habe jetzt schon ein wenig für Klarheit gesorgt. Ja, wir setzen die Frequenz runter, sodass sie nicht mehr ganz präsent ist. Aber ganz wichtiger Schritt, ich würde euch wirklich empfehlen, geht zuerst in euren Mix, also in euer Projekt, und schaut, welches Element stört hier gerade und filtert das dann manuell raus oder macht das ein bisschen leiser oder passt das vom EQing an, damit das nicht mehr so dröhnt. Also auf jeden Fall sehr wichtiger Tipp, erst einmal in den Mix schauen, dann ins Mastering. Ist der Mix perfekt? Könnt ihr auch perfekt mastern. Und dann kommen wir noch zum letzten Tipp, das ist der Mono-Stereo-Tipp. Und zwar haben wir ein Tool in FL Studio schon kostenlos mit dabei, einfach in eurer DAW. Das heißt Fruity Stereo Enhancer. Und das ist ein Tool, damit können wir unsere Stereo-Einstellungen anpassen. Und zwar wie viel Mono-Elemente und wie viel Stereo-Elemente wollen wir in unserem Mix letztendlich haben. Und das machen wir mit diesem Rad. Und hier müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Also hier wieder gesagt, nicht übertreiben. Schaut mal, was euch besser gefällt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr in den Mono-Bereich gehen, wenn ihr viele Stereo-Elemente habt. Oder ihr macht das Ganze ein wenig breiter und geht damit in den Stereo-Bereich und nicht in den Mono-Bereich. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal im Lied, sodass ihr das Ganze raushören könnt. Ja, zum Beispiel bei diesem Mix würde ich ein bisschen mehr in den Mono-Bereich gehen, weil der schon sehr, sehr breit gefächert ist und das Ganze klingt, wenn es zu breit ist, nicht mehr hochwertig und knackig. Deshalb würde ich euch empfehlen, schaut je nachdem, wie breit euer Song ist, also wie breit der im Stereo-Bereich ist, und passt deshalb mit diesem Regler hier das Ganze vorsichtig, aber sicher an. Das waren meine Tipps zum Mastering. Falls du noch Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare stellen. Das Video positiv bewerten, sollte es dir gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Freut euch auf die Adventszeiten, da kommen mehrere coole Sachen raus. Und natürlich auch auf den Heiligen Abend, da habe ich auch noch eine Überraschung vorbereitet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.